So, und jetzt kämpft er gegen uns. Zusammen mit den roten Blöcken. Mach ihn fertig, Gumba-König. Wir sind bei dir. Überlasst ihn mir. Hey, Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um die Gumba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. So, die haben beide nur noch 2 KP. Wir können jetzt, den Gumba-König oder roten blauen Gumba angreifen oder den Gumnussbaum. Und das machen wir jetzt auch. Zack. Und damit wären die 2 Gumba-Brüder schon mal weg. Und wir scannen mal den Gumba-König. Das ist der Gumba-König. Er ist wirklich groß. Ich meine, sieh ihn dir doch an. Er sieht auch sehr stark aus. Maximaler KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Er ist der Boss des roten und des blauen Gumba. Aber wen kümmert seine Kraft? Du bist viel stärker. Oh Mann, ich frage mich, was man essen muss, um so groß zu werden. Ich wäre auch gern größer. So. Bam. Und jetzt als Rache schmeißt er die Gumbnüsse auf uns. Und extra dafür habe ich mir jetzt die Feuerblume aufgehoben, die wir jetzt einsetzen. Jetzt hat er nur noch 4 KP. Nur noch 3 KP. Und er greift uns das erste Mal an und zieht uns einen ganzen KP ab. Und Powersprung. Und bam. Weg. Kein Problem an der Kampf. Und wie immer steige ich hier wieder ein Level ab. Ich steige ein Level ab. Ja, richtig. Jetzt können wir sagen, ob wir mehr OP haben wollen. Also, dass man mehr Orden einsetzen kann. Ordenpunkte, OP. Oder mehr BP oder mehr KP. Und ich wähle KP. Was? Wie konnte das passieren? Und jetzt verpissen sie sich. Yeah, ich wusste, wir würden es schaffen. Cool, gewonnen. So, hier in diesem Baum finden wir einen Sternsplitter. Und jetzt, wenn man hier an die Türe geht... Roter Gumba, du hast den Schalter doch gut versteckt, oder? Natürlich, Gumba-König. Ich habe ihn vor der Festung im Gras versteckt. Vor der... Du Depp! Du hast ihn nicht hier drinnen versteckt. Mario wird ihn ganz sicher finden. Oh, glaubst du? Weißt du, du könntest recht haben. Gumba-König, vielleicht sollten wir versuchen, Mario auszutricksen, bevor er versucht. Also, in einen Busch vor der Festung. Hier, blauer Schalter. Bam. Mario, gut gekämpft und so, aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter findest, solltest du ihn definitiv nicht betätigen. Er ist gefährlich, verstanden? Oh, verdammt. Hupf. Du hast... Was? Du hast ihn schon gedrückt? Oh nein! Und das ist ja wohl die epischste Szene im ganzen Spiel. Also die... Fast... Also ich muss sagen, es ist die geilste Szene im Spiel. Zumindest fast die geilste. Guck dich das an. Hier ist die Fenster. So genial. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, das muss jetzt sein. Sieh doch, die Brücke. Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Gut, dann machen wir das doch. Und hier, das habe ich beim die ersten Male beim Durchspielen nie bemerkt, gibt es einen Block, in dem ein Superpilz ist. Ein wahrer Superpilz. Stellt 10 KP wieder her. Ja. Und gehen wir weiter. Und Cammy Cooper hat alles beobachtet. So. Und jetzt fliegt Cammy Cooper ins Schloss
von Prinzessin Peach, welches immer noch auf Bowsers Festung steht. Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Toad Town. Was? Unglaublich. Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternenstabes benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu werden. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen? Was für ein Schwächling. Kami Koopa, du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit. Versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Übrigens, Kami Koopa, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben können, oder? Also... Bitte, sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Welchem Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der Stern in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, können ihn die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Yeah! Boah, der Soundtrack ist so geil. Die Ninja Turtles. Hier kommen die Koopa-Brüder. Aha, oh yeah, wir sind die coolsten der coolen. Psst, Kami Koopa, bist du dir sicher, dass diese Kerle die richtigen für den Job sind? Der Goomba-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber, König Bowser. Ja, der Goomba-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er. Denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in ein wimmerndes Baby verwandeln. Exzellent, das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder. Zeigt unserem König den Spezialangriff, den ihr so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Seid ihr alle bereit? Was meint ihr machen die Koopa-Brüder da gerade, ja? Das ist... Oh, oh. Wie gefällt euch das, König Bowser? Wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit dieser Technik angreift. Die Doppeldeutigkeit lässt grüßen. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eurer Festung eingeschlossen habe. Wer bewacht ihn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier und deshalb... Ihr Idioten! Benutzt euren Verstand! Sofort zurück zur Festung und bewacht diesen Stern! Und... Jetzt... ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um den Part hier abzubrechen. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Tschüss.